Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt irgendwo die Mathilde. Schön. Ja, wir wollten heute noch mal ein bisschen Dämonenblut sammeln. Und ja. Ich bin abreisefertig. Ja, ich suche meinen Fuzzi hier noch. Hier ist keiner vor. Wie hieß denn dein Fuzzi? Fresse der zweite, Leto. Leto! Der hat ein langes Röckchen an. Leto, wo bist du? Hier, beim Brunnen steht er. Ah. Da bist du, Apuzzilein. Ganz schön scheiß Wetter heute. Halt einen Augenblick noch, ich will Leto nochmal sein Großschwert wiedergeben. Das heißt. Nee, der kriegt jetzt Berührung. Was für ein Letochen? Da. Ach, eigentlich können wir auch dahin reiten, oder? Ja. Warte mal. Du willst reiten und nicht beamen, also. Ja, komm, lass ausreiten. Okay. Tür. Ah, hast du schon. Solange sie noch offen bleibt. Schnell, bevor sie zugeht. Ey, ruf mich nicht an. Ich buffe, wen ich will. Da! Was denn? Ich hab mich schon wieder angebufft. Ich hab grad was angebufft, aber ich weiß grad nicht was. Ach, weißt du was? Reit du mal. Welcher Dämonenblut? Ja. Was waren am besten die große Schlange. War denn nicht die große Schlange, wo immer die auch war. Wo waren denn beim Schlüpferkönig? Ach, da finden wir schon. Brauchen wir einfach ein paar Drachen platt und dann geht das. Ich habe sogar ein Stahlhackmesser dabei. Ja. Genau, also warum brauchen wir Dämonenblut? Ihr wisst es ja wahrscheinlich, Dämonenblut brauchen wir ja immer, wenn wir irgendwie einen Kartenraum bauen wollen. Und da wir ja früher oder später auf den Dings, auf den Vulkan? Wie heißt es gleich? Den Vulkan, dankeschön, auf den Vulkan wollen. Und da oben natürlich auch irgendwo ein Obelisk ist, dachten wir uns, okay, da bereiten wir es wieder so vor, dass wir dann direkt mit dem Kartenraum da hochreiten. Ich sehe gerade, ich müsste mal meine Statusmeldung von Steam ausschalten. Hihihi. Die zwei Viecher, an denen du gerade vorbeigeritten bist, ja. Die sind gerade so voll aufeinander zugehüpft. Boah, könnt ihr mal aufhören, in Dawn of War reinzugehen? Ich muss das echt ausschalten. Das Gute ist, dass man das ja nicht sieht, weil mein Bildschirm ja genau an der Stelle ist. Perfekt. Dann haben wir das schon geklärt, müssen wir das später nicht schneiden. Genau. Schön, wie du das wir benutzt. Ja, du bist die Schneiderin. Jo. Ja. Ich folge dir. Ich hab keine Ahnung, wo die Schlange ist. Beim Schlüpferkönig. Ich einfach mal hier lang. Ja, ich bin dann schon fast da. Ne? Das ist doch richtig. Oh, ich hoffe, wir können Pferdchen hier überhaupt abstellen. Das weiß ich nicht. Ich zerreite sie! Hat nicht geklappt. Schade. Oh, was sind denn das? Was ist denn das hier für eine Truppe? Das ist ja Skelet Wars hier. Wir haben sie alle angelockt, ja. Das ist ja hier.
Der eine rennt weg. Tja, der hat voll Angst. Leto hat ihn verjagt. Leibeigene sind hier nicht zulässig. Ah, scheiße. Dann schnell rein. Ich hab sogar noch Giftpfeile. Oh, sie totblätze. Oder auch nicht. Ach, da ist er ja. Wollte schon fragen, ob die ausverkauft ist, die Schlange. Soll ich? Letztes Mal war das ja so praktisch, dass sie ja die ganze Zeit hinter mir hergerannt und ihr konntet schön, Ja, ich weiß bloß nicht, wen sie diesmal jagen möchte. Aua, danke, Plätze, Ikone. Danke, Plätze, dass du im Gegenstand bist. Drache schwebt, Drache sei schon, die Schlange schwebt. Schlange ist tot. Juhu, die Schlange ist tot. Die findet sich hier gerade ganz lustig. Nein! Nein! Hast du ein normales zum Hacken mit? Mit dem Hackmesser kriege ich kein Dämonenblut. Ich habe keinen Schlüssel mit. Ja, den kriegst du, wenn du hier die zerhackt hast. Ah, dann zerhack ich sie mal. Mit dem Hackmesser kriege ich kein Dämonenblut. Ich habe nur die Spitzhacke. Ja, die war ja gut. Ah, ich habe den Dietrich gekriegt. Dann mach mal auf. Ich habe nur 42 bekommen. Fuck. Das heißt, wir müssen noch ein, zwei von den Drachen töten. Hanuman Skada. Okay, dann gehen wir noch auf Drachenjagd, würde ich sagen. Ja. War hier sonst noch irgendwas Truhenmäßiges? Nee, ne? Doch, hier in der Mitte. Hey, Silbermünzen. Das ist doch immer nett. Dann gucke ich hier nochmal auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, hier ist auch noch eine. Nochmal 4 Silbermünzen und 2 Barren. 9 Silbermünzen. Ja, sonst ist hier keine Truhe mehr auf der Seite. Ah, die Verderbnis nimmt zu, ich muss raus. Ja. Oh, Jungs, habt ihr da ein Problem mit dem Spiel? Ich muss das deaktivieren. Es nervt. Ich würde dazu gerne mal diesen Typen töten. Geht leider nicht. Oh. Ja, lass uns mal auf Drachen suchen. Versuch war es wert. Ich weiß, hier war auch irgendwo so ein Riesendrache. Ja, so einen brauchen wir. Da sind erstmal ganz viele Skelettköpfe. Die beten, die braucht man nicht. Betende Skelettköpfe. Da sind viele Skelettköpfe, oh. Und da hinten sehe ich eine Truhe. Und ein Leuchtetypen. Leuchtetypen habe ich. Also nicht, eine Leuchtewaffe meine ich, Entschuldigung. Ey, wollen wir uns die mal. Nee, zerkloppen? Boah. Also die kenne ich ja gar nicht. Hier, die waren wir. So viele haben wir doch gar nicht. Ey, ich bin euer Gott. Steht auf, ihr kleinen Wichser. Oh, da ist ein. Ja, das ist ein. Ist das ein Schlüpferkönig? Ich weiß es nicht, aber. Ulköpfe! Attacke! Betet mich an, ihr Hohlköpfe! Ich mach aus euch Knochenmehl! Oder aus dir nicht, du bist doof.
Ich hab mal einen dicken Hammer. Ich auch. Autsch. Ich bin so toll, mit dem hier kein Hammer. Hammer, Mathilde. Der Hammer ist ein Werkzeug. Nein, nein. Der hat 3 Totenköpfe. Wo ist mein Buch? Hammer Time! Aua. Ey, Plötze, Epona, haut ab hier! Aua, du weh! Jetzt kann gerade nicht bei mir immer, was der gesagt hat. Nachtschleichermaske, was kann die denn? Eine rituelle Maske, mit deren Hilfe Dafari-Schamanen die Toten sehen können. Mhm. Wozu brauche ich denn den Scheiß? Keine Ahnung, vielleicht kannst du dann Tote sehen. Setz mal auf, wie siehst du aus? Mhm. Nachtsicht. Ich sehe Tote. Nacht. Es ist scheiße hell. Oh, dann solltest du die vielleicht mal aufsetzen, wenn es Nacht ist. Darum? Das wäre doch total geil. Darum Nachtschleiersicht. Geil. Okay, aber wir haben immer noch keinen Drachen. Nee, aber so eine coole Nacht ist ja... hast du die Truhe gelootet, die beiden? Jo. War was Tolles drin? Gold. Und Silber. Mein Schatz. Mein Schatzli. Da hat sich doch schon mal gelohnt. Also das hat ja Spaß gemacht. Ja, also das könnte man tatsächlich noch mal gucken, dass man vielleicht noch so eine zweite Nachtschleier... vor allem, wir waren hier schon 50 Mal gefühlt. Ja. Und wir haben die jetzt zum ersten Mal entdeckt. Peinlich, oder? Wir sind immer woanders lang. Das heißt, auf der anderen Seite sind die Drachen. Okay. Weil da sind wir anscheinend nie lang gekommen. Drachis, huhu. Nee, kein Bock auf hohe Köpfe. Hier irgendwo sind die doch, das weiß ich, ich spüre sie. Ja, irgendwo ist hier auch so ein Riesendrache. Ach, direkt vor mir. Scheiße. Aber ich denke, wir sollten... Oh, warte, hier ist erst noch ein dummer Hohlkopf. Ja, nimm erstmal die kleinen Viecher. Erstmal das Gruppenvieh. So. Aber ich denke, wir sind fit genug, dass wir den großen Drachen schaffen. Oder? Ja, ich nehme aber Giftpfeile. Ich auch. Und feuerfrei, ja. Jungs, ihr könnt den ruhig angreifen. Jungs, Attacke! Ich weiß nicht, was sie machen, aber sie greifen nicht an. Vielleicht ist der noch zu weit. Ups, das war ein Pferd. Ach, jetzt reagieren die endlich.
Oh, 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 oh. Das ist ein Flammenwerfer auf zwei Beinen, ne? Oh, oh Gott! Der kam auf einmal um die Ecke. Hi. Oh. Immer auf die Beine schießen, immer auf die Beine schießen. Ja, damit er langsam ist. Aua, ich brenne. Oi, Bruder. Kämpfen die auch mal? Also meiner nicht. Meiner läuft auch eher zu mir. Oh, jetzt rennt er zurück. Aua. Oh, der ist echt groß. Was macht der? Wo ist der hin? Also ich verstecke mich hier gerade hinterm, einer Säule. Ja, bei mir ist er so halb in der Säule drinnen. Nein, nein, greif an, Junge! Oh, jetzt kommt er auf mich zu. Danke, nein, nein, ich hab dich lieb. Ah, Epona ist im Weg, ich komm hier nicht raus. Ah, ich versuche von hinten wieder zu kommen. Hallo, mein Großer! Ah, ah. Ich bin unter ihm! Oh, Pferdchen! Oh, ich seh nichts! Wo bin ich? Was bin ich? Wer bin ich? Wie bin ich? Das ist nicht gut! Oh. Keine Ausdauer mehr. Ich brauche Drachenknochen, mein Bogen ist bald kaputt, du. Aber wo rennt dieses Arschloch hin? Hinter mir her! Oh! Scheiße, ich habe keine Giftpfeile mehr. Tötet ihn, tötet ihn! Tut ihm weh, tut ihm weh! Ich komm nicht ran. Mach mal Licht, ich seh nichts mehr. Ich kann nicht. Was ein Scherz. Da bitte Licht. Ja, danke, das meine ich doch. Ich seh auch nichts, ich seh gar nichts. Ich hack jetzt. Ich bin irgendwie zwischen den Beinen und ich bin fast tot, aber alles gut. Hack ihn, tot. Er ist tot. Drachenknochen, ich kann mein Schwert reparieren. Wuhu! Dämonenblut, Baby! 47, wir brauchen noch mehr. Ich muss jetzt erstmal heilen. Hast du gut gemacht, Mathilde. Wir haben. Oh, lecker! 33 exotisches Fleisch. Du kannst jetzt mal deine tolle Nachtsichtbrille ausprobieren. Ach ja, da war ja was. Nachtsicht. Was? Ist das hell? Ich mach mal Licht aus. Also für mich ist hell. Hä? Es ist aber generell wieder Normallicht. Nein. Guck mal auf meinen Bildschirm. Hier ist stockenduster. Ah, also ja. Ich hab ein Nachtsichtgerät. Das ist schön für dich. Wir brauchen noch so eins. Ja, wir werden jetzt bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein, oder? Nein. So, ich gehe jetzt mal auf Plätze. Ich habe gesehen. Genau, da war noch ein Drache. Hier rechts irgendwo, oder was? Hm. Ja, du siehst mehr als ich. Aber ich meine... Ich reite vor! Da! Ein kleiner Drache! So, lass uns ihn angreifen! Ja, ich sehe ihn gleich nicht mehr, wenn ich das hier wegnehme, aber...
Lass mal an. Ich lock ihn mal. Ich hab eh keine Giftpfeile mehr. Egal. Hey, der ist aber schnell. Ja, der ist sehr schnell. Warum rutscht der zu mir? Das ist ja Seinrich, das war irgendwie nicht so die geilste Idee, hier Pferde mitzunehmen. Ja. Das ist nämlich nervig. Ja. Drachenknochen! Dämonenblut? 53. Sehr schön. Wie viel brauchen wir? Ach komm, ein Drache schaffen wir noch. Also wir brauchen insgesamt 200 verderbte Steine, aber ich weiß, wir haben schon 80 oder so. Guck mal, das ist noch ein Drache. Warte. Wo bist du da? Ach ja, ich wollte gerade sagen, hier wo ich leuchte, aber ich habe ja nichts auf. Ich lock ihm an. Lavashkiri. Lecco mio. Los, komm her, Drachi. Aber die Maske ist auf jeden Fall geiler als hier die Leuchtdinger. Also nur scheiß verfickte Leuchtfackel, ja. Warum habt ihr die Leuchtfackeln sind schon definitiv besser als die normalen Fackeln. Warte, ich zack ihn. Aber so eine... Ja, zack. Warum habt ihr das uns nie in den Kommentaren geschrieben, dass es ein Nachtsichtgerät gibt? Oder habt ihr das und wir haben es überlesen? Oh, da ist eine Truhe. Guck mal. Ach, cool. Geil, vier Goldbarren. Toll. Das sind 16 Goldmünzen. Cool, das sind 32 Goldmünzen in der DDR. Nein, 32 Ostgoldmünzen. Ostgoldmünzen. 36 Ostgoldmünzen auf dem Schwarzmarkt. So, Was bist du denn? Ich reite hier gerade hoch. Das gerade, ah, da sehe ich dich. Ja, das Doofe ist, du siehst mich ja nicht leuchten. Nein. Ach ja, die Sonne geht langsam wieder auf, also es wird wieder heller. Oh, das ist sehr nett. Man kann wieder ohne Juhu! Nachtsicht vernünftig gucken. Hier, einen nehmen wir noch mit. Hier wird doch noch einer rumlaufen. Boah. Drachi! Du! Wo bist du denn? Seehämmerter. Nee, keine Hohlköpfe, habe ich keinen Bock drauf. Nee, Hohlköpfe sind mehr. Hä, gibt's denn nicht noch mehr Drachen? Stimmt. Ich reite mal auf den anderen Hügel, ist ja. Ja, ich reite hinter dir her, sonst verlieren wir uns wieder. Ich kenne das doch schon. Ja, hast du recht. Ja, komm. Irgendwo wird da hier noch ein verfickter Drache sein. Ja. Da ist ein verfickter Skorpion, ich will einen Drache. Hallo, Drachi. Was ist so ein Lockruf für ein Drache? Grilltime! Jungfrau zu essen! Ach, der steht auf Jungfrauen, nicht auf Kühe oder so? So ein Drache? Also bei Herr der Ringe mochten sie ja wahrscheinlich Gold oder so, ne? Oder beim Hobbit war das. Ja, Hobbit war's. Ja, es waren noch mehr... Es waren noch mehr Drachen, oder? Hier sind auch noch Fledermäuse, die geben auch ein bisschen Dämonen. Oh, siehst du welche? Nee, ich meinte nur prinzipiell gibt es hier welche, aber die sind eher im Südosten. Und wir sind im Nordwesten. Dann reiten wir doch mal. Quer fällt ein. Entschuldigung. Irgendwie ist bei uns eine Schraube locker. Bei Mathilde zwei, aber bei mir nur eine. Ja, bei mir ist es wenigstens ausgeglichen. Bei mir ist das symmetrisch. Naja, wer weiß, wo die Schrauben locker sind. Wir haben noch nichts getrunken. Nein. Aber ein leckeres, kühles Bier. Haben wir noch welches? Keine Ahnung. Oh, da ist eine Truhe da unten. Da ist noch ein Drache links. Ja, ich gehe erstmal zur Truhe. Ach. Ey, ich hol mal den. Sonst vergesse ich die. Den kleinen Drachen. Komm mal her, kleiner Drache. Nee, nichts.
Tolles drin. Ja, Schreiner, Mama. Oh, ich hab dich nicht Mama getroffen. Haben wir schon getötet. Oh, ich mich nicht getroffen, Drachenli? Hier jetzt die Lanzen, ne? Genau, die müssen wir mal nächstes Mal mitnehmen. Aber auch einfach so von auch vom Pferd geht das auch ganz gut. Ja. Zumindest die größeren Gegner. Dann nerven die Pferde auch nicht so. Ja, richtig. 58. Wer war immer noch ein? Ein noch. Die waren so ein großes Problem mal, ne? Da waren wir auch noch nicht Level 16. Und jetzt reiten die da mal so hin und knuddeln die ganz kurz und dann sind die tot. Da ist einer. Wo? Ah, da. Links. Sehe ich nicht. Drachi. Komm mal her. Ich habe was zu essen. Mal da runter gucken, ne? Jo, ich komm gleich. Ich zerhacke nur kurz was. Ja, guck mal. Oh, da ist noch ein großer und noch ein kleiner und noch ein kleiner. Oh, das ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Ich kann ja erstmal einen kleinen anlocken. Ich kann ja auch vom Pferd aus schießen. Oh ja, das ging ja. Das war richtig toll sogar. Komm her, du kleiner Saftsack. Ja, willkommen. Das wird eine richtige Drachenparty hier. Oh, so nennen wir die Folge. Ich hab den Folgennamen. Drachenparty. Okay. Dann würde ich gleich versuchen, nochmal den anderen kleinen anzulocken, bevor wir uns um den großen kümmern. Jo. Das Pferd drin. Jetzt hat sich der Drache bei mir weggedreht. Wo ist der hin? Drachi! Oh, musst du mal auf dich zu bewegen? Du musst auch treffen. Der kommt aber nicht. Doch. Zieh dein Schwert! Ja, kommt mal hoch hier mit Drachi. Ich kämpfe nicht auf Treppen und Pferd. Jeeha. Autschi, Bautschi. Ups, ich hab mein Schwert weggesteckt. Die Drachenjagd. Jo. So. Sind wir mutig? Wir sind mutig. Ach so. Kavallerie! Ja, hat auch drei. Mathilde zieht ihr Schwert! Oh. Ja, der kann hüpfen? Hm. Hallo. So langsam. Oh! Oh oh. Komm da raus, Pferdchen! Ich hasse es, auf Treppen zu kämpfen. Na, ich mag das auch nicht. Ja, das ist mir auch passiert. Das ist mir auch passiert. Raus da. Das ist voll eklig. Ja. Darum dachte ich mir, ich bleibe lieber von der Treppe fern. Autsch, das tat weh.
Oh, irgendeiner hat da ein etwas, das den Drachen wühlen lässt. Voll gut. Ich glaube, das ist die neue Waffe, die ich Leto gegeben habe. Ja, ich brauche erstmal Knochenbrühe. Aua! Overdrache. Aus! Ah, hat er mich auch voll erwischt wieder. Eieieiei, was ist das denn? Da greife ich doch mal. Da greife ich doch mal lieber zum Bogen. Also zu Pferd ist der sehr viel entspannter als zu Boden. Ja. Oh, kannst ihn zerlegen. Oh, hinter mir ist. Ach nee. Oh. Das war. nein, der hat mich gerade. Schrecken. Oh, 64, oh, 66 und keine Ahnung. 66. Fein. Ja, dann können wir, glaube ich, nach Hause, ne? Ja, das war erfolgreich. Oh. Ah, von hier tatsächlich direkt geradeaus. Oh, halt, hier gab es doch eine Truhe, oder? Nee, hier habe ich keine gesehen. Und du hast auch, glaube ich, keinen Dietrich bekommen, oder? Weiß ich nicht. Drücke E zum Interagieren. Ich habe irgendwas. Du hast ein Relikt gefunden. Ich will auch. Ich sehe aber kein Relikt. Auch. Hä? Wo war das? Wo hat Heinrich interagiert? Ja, hier vorne war es. Eine kleine Truhe. Ah, dann hast du so ein Machtfragment vielleicht bekommen. Das kann sein. Ich habe jetzt 3. Hast du wahrscheinlich sowas bekommen. Ja, pro jeden getöteten großen Drachen. Warum habe ich jetzt Epona? Nee, die sind so irgendwie hier verteilt, diese Brunnen mit den Machtfragmenten. Aber es lief ziemlich gut. Ja, ich fand auch, das war recht gechillt, recht entspannt. Also, ja, für so mal zwischendurch. Ja, kann man mal machen. Ach, scheiße. Was denn? Ich kam nicht über den Stein. Dann müssen wir nächstes Mal noch dran denken, dass wir dir auch so eine tolle Nachtsichtmaske besorgen. Auf jeden Fall. Ich will auch so eine. Weil vor allem, das ist dann auch wieder ein Inventarplatz, den man mehr frei hat. Also unten in der Schnellleiste. Ja, du musst dir eine Maske mitnehmen. Ja. Achso, du hast eine Hand frei, meint. Genau. Ja, also unten in der Schnellleiste ist dann ja ein Feld frei für was anderes. Na, zum Beispiel Verband. Ja. Und sowas ist ja auch nicht schlecht in einer Schnellleiste zu haben. Ne? Nee, ist nicht verkehrt. Hilft mir meistens aber trotzdem nicht. Was war das denn gerade? Ach, dein Sessel hat gequiekt. Ja. Hättest du jetzt schon Nashörner um? Nicht absichtlich. Was machst du? Oh, das Nashorn steht mir im Weg. Oh oh. Dann reite doch vorbei. Sei der Klügere und reite vorbei. Ey, verfolgt mich nicht. Hier, Skorpion. Spinne. Also, Spinnentier. Gegebenenfalls sollte man etwas vorsichtiger reiten in der Stadt, ne? Oh, eine Spitzhacke. Oder nicht was? Ich kann mich an nichts erinnern. Nee, weil man sonst leicht Leute umreitet und das finden die meistens nicht so geil. Oh, jetzt werden sie gerade angegriffen. Von Skorpionen, die wir hier reingeschleppt haben. Oh,
Scheiße. Hä, was ist denn los? Ach, nichts. Ich finde Dinge lustig, die... Warum habe ich Plätze? Ja, warum habe ich Epona? Und warum bin ich überladen? Und warum liegt hier überhaupt kein Stroh? Toll, jetzt greift Nein-Nein wieder hier die Leute an. Oh, ich habe ganz viel Fleisch. Immer noch überfüllt. Oh, jetzt aber. Nein, nein, wir haben noch keine Zeit. Oh, ich müsste nur wieder mal Herzen jagen. Ich habe auch meine 50 Herzen nicht. Ich weiß, dass noch ganz viele Herzen in der Kühltruhe sind. Ja, oder? Aber keine 50. Okay, ich wollte es nur gesagt haben. Und warum ist hier nur ein verfickter Karistall drin? Und warum ist Epona nicht entleert? Ist sie nicht? Die ist ja voll. Voller Krempel. Hm? Ja. Hab dich lieb? Ja. Epona auch, du. Also, da haben wir 66 Steine. Hier haben wir 4. Da fehlen uns noch ein paar Steine. Oh, hier sind noch 100. Hast du die Dämonen da schon reingepackt? Ja. Ich habe noch gerade gesehen, dass da 100 Dämonenblut drin sind, deswegen. Und wieso rennt Epona im Haus rum? Was hat ein Pferd im Haus zu suchen? Es möchte von dir noch entleert werden. Scheiß, wir haben zu viele Giftdrüsen. Oh. Ja, war doch eigentlich so erfolgreich, oder? Nope. Ich fand auch, das war von... Was sagst du? Jo. Oh, wir haben übrigens schon genügend alchemistische Grundsubstanz, sehe ich gerade. Schon mal vorbereitet gehabt. Ja, zwischendurch habe ich tatsächlich immer so ein bisschen vorbereitet, ja. Ja, du bist hervorragend. Ich weiß. Verneigt euch vor mir. Aber verneigt euch schon! Ach so, hier ist die Truhe mit Köpfen. So... Wir haben sogar von den Rotdrachen, wir haben einen Gründrachen und einen Rotdrachenkopf. Echt? Ja. Oh Mann. Die müssen wir doch irgendwie mal aufhängen, ne? Wir haben hier auch Bärenschädel, wir haben hier so viel Schädel. Guck mal, wir haben einen Hirsch. Oh, ganz gefährliches Tier, das muss ich mal aufhängen. Da hat hier... Da musste ich mal Tierpräparator wieder lernen. Da hat hier jeder Respekt, hier so ein kleines Bambi. Killer Bambi. Ja, wenn man sogar schon hier rumliegen hat. Oh, eine Kerze habe ich nur gefunden. Das ist natürlich bittere Ausbeute. So, jetzt komm mal her, du Pferd. Du gehst mir gerade tierisch auf die Nüsse. So, ich habe jetzt noch ganz viele Präparator-Dinge gelernt. Wieso bin ich denn bitte so voll... Ah, wegen des dummen Hammers. Der ist so schwer. Hm. Ja, aber ich kann mich vom Hammer nicht trennen, weil die Toten... Ja, aber der ist tatsächlich... Der macht 30% des Gewichts aus, habe ich gerade gesehen beim Ablegen. Ja, aber ich finde immer, das ist so toll mit dem Hammer. Wenn du diesen Rundumschlag machst, ich weiß, der ist ja, vielleicht nicht der Stärkste. Ja, der ist schon ziemlich geil, hast du recht, ja. Oh, ich mag den. Der erinnert mich an Diablo. Mit dem Barbar. Ich habe den Barbar geliebt. Und den Nekromanten. Och, der Nekromant war toll. Oh. Ach, jetzt mal ein paar Trophäen. Die würden sich außen noch... Ah, außen hast du schon mal dran gemacht. Steinböcke oder sowas sind draußen. Am Gebäude. Da haben natürlich die Gegner immer Respekt vor. Hm. So ein Bär schreckt keiner ab. Ja. Meintest du nicht, hier ist irgendwo noch ein... Ach, da ist der Gründrachenkopf.
Genau, hab ich da reingelegt. Kann ich ganz viele Köpfe machen. Uhu. Ja. Ja, aber schade, dass es irgendwie trotzdem mit diesen Säuberungsanzeigen nicht funktioniert. Obwohl wir mal den Wert hochgesetzt haben. Aber vielleicht müssen wir da mal offscreen noch mal ein bisschen rumspielen. Hm. Braucht man noch irgendwelche Ressourcen für den Kartenraum? Stein oder so ein Käse? Wir brauchen alchemistische Grundsubstanz, da diese Steine und... Warte mal. Also wir brauchen 200 verderbte Steine, 75 alchemistische Grundsubstanz, 50 Kristall und 35 Eisenverstärkung. Das Kristall wird eine schwere Aufgabe werden. Ich weiß total gar schwer. Nicht, wo wir das ganze Kristall herkriegen sollen. Nee, ich auch nicht. Na gut, aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break. Soll ich jetzt noch zeigen, wie ich die Trophäen aufhänge? Na, das kannst du schnell machen. Wo soll ich denn? Wir haben einen roten und... Die kommen über die Eingänge, die Drachen. Ja, über die Tore. Einmal ein roter Drache und einmal ein grüner Drache. Von außen oder von innen? Außen, sollen die Feinde ja sehen. Oh Gott, der ist ja riesig geil. Zeig, ich will auch sehen. Wow, Alter. Das macht Eindruck. Geht das Tor noch zu? Das macht Eindruck. Ey, wenn wir die jetzt 3-4 Mal töten, dann können wir hier die ganze Mauer mit... Das ist da. Der hätte mir die Mauer noch höher bauen müssen eigentlich. Alter, sind die fett. Die sind ja gigantomanisch, ey. Oh. Ja. Warte, da muss ich, bevor wir die Aufnahme beenden und ich das vergesse, muss ich da einmal gucken, ob wenn ich hochgehe. So. Das sieht eigentlich schon gar nicht verkehrt aus. So, du hast schon ein gutes Bild. Ja, mit den Strahlen im Hintergrund, jetzt kommt Leto leider mit seinem Text. Ach, da steht sogar die Mathilde. Yeah! Okay, aber dann haben wir ja unser Bild. Genau. Juhu! Boink! Aua! Superheldenlandung! Das ist nicht gut für die Knie. Okay, ja, also ja. Dann ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Haut rein! Liken, kommentieren und so. Bis, ja, genau. Bis dann, macht's gut. Tschüss! Ciao, ciao!